So, Singapur steht an Rennnummer 16, 15, 16, 15. Der Auftakt. Eine Strecke, die mir überhaupt nicht liegt. Naja. Vielleicht wird es am Ende doch erfolgreich. So. Wie sieht es wettermäßig aus? Ah, trocken, Gott sei Dank. Trocken, trocken. Ich würde sowas in der Art. So, alle mal die Einheiten verbessern. Und dann geht's los. Willkommen in Marina Bay im Herzen Singapurs. Der heutige Regen zur bevorstehenden Trainingssession macht das Leben für die Teams bestimmt schwieriger, als sie es erwartet und erhofft hätten. Und ich sag dir was, Stefan Römer, ich denke, dass einige der Fahrer heute sehr angespannt in ihren Autos sitzen werden, da wir für die heutige Session keine freundlichen Verhältnisse erwarten können. Naja, vielleicht während man in der Garage in seinem Auto wartet. Da wünscht man sich natürlich am ehesten einen feinen, trockenen Kurs. Aber sobald man auf die Strecke gelassen wird, vergisst man sein angespanntes Nervenkostüm sofort. Es ist für die Fahrer wichtig, nicht allzu verkrampft im Cockpit zu sitzen. Das kostet einen höchstens Rundenzeit oder schlimmer, verursacht gar einen Ausritt in die Barrikaden. So. Fängt ja schon gut an mit dem Regen. I've had a chat with Carl about the new parts and we're happy that they've been integrated into the car okay. With any luck, you'll be able to feel the improvement. So keep going. Das ist die einzige Session, die auf jeden Fall nass sein wird. Das ist immer gut. So, laden. Singapur nass, habe ich drin. Und dann probieren wir es mal auf der Strecke. So, auf. Fühlt sich aber trotzdem gut an das Auto.
Ja, es ist Zeit von unserem Teamkollegen, 2 Minuten 4. Die Zeit haben wir vorne. 2-1. Mal gucken, ob wir schaffen, unter 1-2 Minuten zu bleiben. Kann heute nur, oder dieses Wochenende hoffentlich nur besser werden als das letzte Mal. Das war, als wir hier in Singapur zu Gast waren, wo es ja richtig böse von uns ausging. Das Auto vor uns macht es natürlich nicht einfacher. Naja, die Runde ist eh kaputt. Eieiei. Ja, die Reifen sind durch. Das. Mal gucken, wie die Zwischenzeiten kommen. Violett. Hm.
Ah, da müssen wir uns schrecken gerade. Die Besser wird sich reichen. Fünfter. Nice lap, we're now in P5. Dann 57,9, ja, 2 Sekunden. Aber diese mega crasht hier. Nicht meine Strecke eigentlich. Aber das klappt nicht. Er will nicht. Da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir noch einmal die drei Bestplatzierten. Butler, Hamilton und Alexander Albon. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Hm. Jo, das war das erste Training.
So. Training 2. So, mal gucken. So, mal gucken, was unsere Zeit jetzt wert ist. Richtig Zeit verloren am Ende.
So. Und so, durch mit Training 2. Gucken wir, was das zeigt. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Verstappen, Weber und Richter. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. So. Naja. Training 3. So, da sind wir.
that puts you at the top of the table. Na, mal gucken. Hinter mir. Repeat that. There's interference. Fahrer hinter mir. Couldn't receive that. Repeat the message. Norris behind. Their best lap time is 8:140.9. Sekunde. Passen. Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Gasly, Hamilton und Valtteri Bottas. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Und das ist uns einfach nicht für vorne reicht. Naja.
So. Naja, mal gucken, was im Qualifying morgen drin ist.